Hier Florian, UBI1, verstanden. Ja, Brand, Hochhaus. Wir sind gleich aus in Kürze, melden uns über Funk. Herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute geht es etwas schneller zur Sache. Ich bin nicht umsonst so angezogen, ich habe Dienst. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und wir schauen uns meinen neuen Dienstwagen nämlich genauer an. Den Mitsubishi Eclipse Cross hier in der BOS, also in der Feuerwehrausführung. Und den zeige ich euch heute, was der so kann. Bei der Feuerwehr kommt es natürlich darauf an, dass wir ein Einsatzmittel zur Verfügung haben, das stets funktionsfähig ist, auch mal ein bisschen was ab kann, in jedem Gelände auch durchaus einsatzfähig ist, um das Personal dorthin zu bringen, wo denn der Einsatz ist. Denn der befindet sich meist nicht immer, wie jetzt hier, auf einer gut zugänglichen Zufahrtsstraße oder überhaupt auf einer Straße, sondern auch gerne mal abseits der Wege. Deswegen möchte ich euch heute mal den Kommandowagen, für die, die es nicht wissen, Kommandowagen ist im Prinzip ein Vorausfahrzeug. Damit fährt dann der Einsatzleiter schon mal voraus, erkundet die Lage unter anderem und schaut sich dann ein, was die Einsatzmittel wirklich leisten müssen, wo sie aufgestellt werden müssen und natürlich, was alles benötigt wird. Dazu hat er jetzt hier in unserem Fall den Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid zur Verfügung. Das heißt, wir gehen auch in der Feuerwehr mit der Zeit, selbst wenn unsere Einsatzmittel durchaus mal so um die 20 bis 30 Jahre Einsatzzeit erleben müssen. Und das ist schon eine Hausnummer, gerade für LKWs. Beim PKW sind wir trotzdem bei mindestens 15 bis 20 Jahre Einsatzzeit bei freiwilligen Feuerwehren. Hier der Mitsubishi Eclipse Cross, 4,55 Meter Außenlänge. Wir haben ein SUV hier mit auch einer erhöhten Bodenfreiheit. Das Fahrzeug kommt stets mit Allradsystem daher, haben auch zusätzlich die Möglichkeit, eben hier elektrisch loszufahren, weil wir einen Plug-in-Hybriden haben. Strom gibt es grundsätzlich bei der Feuerwehr im Gerätehaus. Das heißt, der Wagen kann die ganze Zeit hier über den Ladeanschluss wunderbar mit Strom versorgt werden. Wir können ihn hier wahlweise über einen Typ-2-Anschluss laden oder aber über einen Shademo-Schnellanladeanschluss. 25 Minuten Ladezeit über den Shademo-Schnellanschluss oder 4 Stunden Ladezeit hier über den Typ-2-Stecker. Und wenn man das Ganze auch nur über den Haushaltsanschluss mit 220 Volt macht, dann sind es 6 Stunden. Meist steht das Fahrzeug eh eine längere Zeit im Gerätehaus. Da sind dann die Akkus auch immer voll. 40 Kilometer ist übrigens der Einsatzradius hier voll elektrisch. Das heißt, man kann auch ruhig und elektrisch sauber dann erst einmal losfahren zur Einsatzstelle, kommt da also auch dann entsprechend gut an. Wir haben auch eine verstärkte Stromversorgung hier an Bord, sodass nicht uns der Wagen hier stehen bleibt. Wir haben den Verbrenner noch zusätzlich, ein 2,4 Liter Vierzylinder, der hier dann auch noch für Vortrieb sorgt. Wie wir sehen, haben wir hier eine besondere Beklebung. Die sind natürlich individuell für jede Feuerwehr anpassbar. Wir haben jetzt hier das typische Warnsymbol hier hinten drauf. Ich finde, das ist eine sehr schöne Beklebung, die passt auch ganz gut, ist auch wirklich sehr auffällig, gerade wenn man eben Einsatzstellen absichert, zusätzlich zum Blaulicht, was wir auch verbohrt haben. Hier ist ein Ausbau von Sortimo unter anderem auch verbaut, zum Beispiel hier die Platte. Wir haben hier noch einen massiven Schrank drinnen für in unserem Fall dann eben mit Einsatzplänen beispielsweise und allen möglichen Kleinutensilien. Wir haben sogar auch hier eine 220
120 Volt Steckdose mit 1,5 kW Leistung. Da können dann unter anderem zum Beispiel Power Moons, also Beleuchtungselemente, versorgt werden an der Einsatzstelle und man kann auch mal durchaus was ausleuchten oder aber natürlich elektrisch betriebene Arbeitsgeräte wie eine Kettensäge oder ähnliches können damit durchaus bedient werden. Platz gibt es für 5 Personen maximal hier im Innenraum. Den Eclipse Cross hatte ich euch schon mal genauer vorgestellt. Dazu schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Wir gehen jetzt heute mal speziell eben hier auf das Modell ein. Der Sonderausbau übrigens mit der Blaulichtanlage inklusive Martinshorn von Rowers, der kostet 7.700 Euro. Wie alle modernen Sondersignalanlagen ist das natürlich eine Voll-LED-Einheit, die auch diverse Möglichkeiten bietet, zum Beispiel auch einen Suchscheinwerfer einzuschalten, wenn wir denn irgendwo unterwegs sind, Dunkelheit, und dann wird es benötigt, dass wir hier tatsächlich den Arbeitsscheinwerfer anmachen. Das ist schon sehr hell und damit kann man dann in der Nacht auch mal ganz gut eine Personensuche und zum Beispiel im eventuell schlecht zugänglichen Gebiet machen, weil so ein kleines Fahrzeug, was natürlich extrem wendig ist, sorgt dann eben auch dafür, dass man gut an schlechter zugängliche Stellen kommt als mit einem großen LKW. Wir haben jetzt hier eine Frontblitzanlage noch verbaut, zusätzlich, die dann auch nochmal für einen zusätzlichen Schutz und vor allem zusätzliche Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sorgt. Martinshorn ist auch hier verbaut, natürlich in dem Fall eine elektrische Anlage. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir begeben uns auf Einsatzfahrt und fahren mal mit dem Eclipse Cross eine kurze Runde. Wenn es losgeht in die Einsatzfahrt, wird natürlich unser Bedientableau hier eingeschaltet, das Blaulicht wird aktiviert und die Sondersignalanlage wird dann hier zugeschaltet. Wir können dann wechseln auch noch die Tonart zwischen Land und Stadt. Dann haben wir hier noch Warnblinkanlage, können wir auch noch aktivieren. Wir haben auch den Suchscheinwerfer und hier können wir die Tonfolge sich automatisch wiederholen lassen. Die Einsatzfahrt beginnt, indem 2 Elektromotoren, einer an der Vorderachse und einer an der Hinterachse, genügend Kraft bereitstellen, um den Vortrieb voll elektrisch darzustellen. Wir haben auch durch die 2 Elektromotoren ein Allradsystem umgesetzt für die längere Strecke oder wenn es denn tatsächlich mal knapp wird, mit dem Strom aus der 13,8 Kilowattstunden großen Antriebsbatterie, haben wir einen 2,4 Liter großen Vierzylinder-Saugmotor, der auch noch genügend Kraft bereitstellt. Zusammen wirken alle 3 Antriebe für 188 PS, 162 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit und rein elektrisch schafft der Eclipse Cross Plug-in Hybrid 135 Stundenkilometer. 10,9 Sekunden übrigens von 0 auf 100, falls es dann mal schneller sein muss, um an die Einsatzstelle zu gelangen. Wichtig ist aber für Einsatzkräfte, wie jetzt in dem Fall für mich, wir haben bequeme Sitze, womit wir auch mit einer dick auftragenden Einsatzkleidung gut in dem Fahrzeug hier drinnen sitzen. Wir sitzen erhöht, haben einen guten Rundumblick, der wichtig ist für Einsatzfahrten, da die Verkehrsteilnehmer leider oft nicht so reagieren, wie man es sich wünscht, sondern eben meist doch noch plötzlich stehen bleiben, man ausweichen muss, man in die Kreuzung gut hineinblicken muss, wenn man mit Sondersignalanlage unterwegs ist. Auch muss das Fahrzeug einfach bedienbar sein für jeden Feuerwehrdienstler und deswegen gut ablesbare Rundinstrumente, klar gegliedertes System, gut bedienbares Navigationssystem, Touchdisplay und auch eine klassische Klimabedieneinheit für freie Sicht, wenn sie denn benötigt wird. Man muss sich hier auch nichts kümmern, was den elektrischen Antriebsstrang angeht. Nein, das macht dann alles die Elektronik. Wie gesagt, hier gibt es kein Getriebe an sich, sondern lediglich einfach eine feste Übersetzung, die dann hergestellt wird, wenn der Verbrenner alleine arbeitet. Und dafür gibt es dann hier eben einen Fahrwählhebel, wo man dann die jeweiligen Fahrtrichtungen quasi
eingeben kann. Man kann aber auch verschiedene Modi nutzen, zum Beispiel auch den Safe-Modus, um die Batterie mit dem Antrieb zu laden, oder aber den reinen EV-Modus, um rein elektrisch das Maximale rauszuholen. Das sind ungefähr 40 Kilometer in der Praxis, die ich euch jetzt mit an die Hand geben kann. Das Fahrwerk sehr komfortabel und auch weich, aber jetzt würde ich sagen, wir absolvieren hier erst einmal den Einsatz, und wenn der fertig ist, dann treffen wir uns gleich wieder zum Fazit. Ja, ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in den Feuerwehralltag Spaß gemacht. Mal was anderes hier auf dem Kanal, durchaus mit einem komplett anderen Fahrzeug. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich das Ganze hier nicht zu liken und gerne auch zu teilen. Aber mir sei jetzt noch ein paar Worte zum Fahrzeug und allgemein gewährt, nämlich wer Dienst am nächsten tun möchte, der kann das bei der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort sehr gut tun. Schaut doch einfach mal bei eurer örtlichen Feuerwehr vorbei. Die freuen sich immer über Nachwuchs, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen, die gerne mal tatkräftig mit anpacken will, können. Und da kann jeder auf alle Fälle seine Hilfe einbringen und vor allem auch seine Stärken. Der Stärken hat auch der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid, denn mit seinem teilelektrischen Antrieb oder beziehungsweise mit elektrifizierten Antrieb schafft er es auch, den Sprung für Feuerwehren in die Zukunft zu schaffen. Er zeigt, dass auch mit einem elektrischen Antrieb die Möglichkeit besteht, Einsatzstellen gut und sicher zu erreichen und auch nachhaltig zu erreichen. Der Preis für so ein Fahrzeug liegt bei rund 45.000 Euro als Basisfahrzeug, dann für die Ausbauten nochmal ungefähr rund 10.000 Euro. Das heißt, so ein Fahrzeug kostet mal schnell um die 60.000 Euro, kostet aber dann immer noch weniger als manch anderes Kommandofahrzeug, was man sonst so kennt. Klar, schon mal einen kleinen Einblick hier zu geben in mal Sonderfahrzeuge, wie jetzt auch hier. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, vergesst nicht den Daumen nach oben, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir eure Meinung aber unten in die Kommentarbox zu diesem Video und auch zum Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Ich bedanke mich bei Bernd Konrad fürs Filmen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.